bin ich schon wieder. Ja, ein weiteres Video. Und diesmal geht es so ein bisschen ans Eingemachte, denn es geht euch ein wenig an den Kragen. Es ist ein Thema, das immer wieder vorkommt und zu dem ich auch immer wieder befragt werde, beziehungsweise was durch verschiedene Arten von Fragen immer wieder in euren Köpfen herumschwebt und was immer wieder beantwortet werden soll. Von so vielen anderen meiner Kollegen, der anderen Fitness-YouTuber da draußen. Hier werden nämlich immer wieder gefragt, hey, wie mache ich denn nun die Übung? Ein Kollege von dir hat das aber anders gesagt. Moment mal, es gibt so viele verschiedene Videos da draußen. Was ist denn nun richtig? Ja, wie macht man denn nun richtig seitdem? Ja, aber der hat was anderes gesagt. Oder auch bei dem gleichen YouTuber. Du hast aber vor einem halben Jahr noch das und das gesagt. Vor 3 Jahren war da ein Video, du hast das gesagt. Da draußen gibt es so viele Menschen bei YouTube, die täglich Videos hochladen und Fitness-Tipps geben, Ernährungstipps, immer wieder irgendwo die gleichen Tipps. Wie macht man Bankdrücken? Was ist Kreatin? Aber wie oft habt ihr euch gefragt, wie viele von denen dürfen das überhaupt? Welche Berechtigung hat denn dieser Mensch nun, das überhaupt zu sagen? Natürlich hat jeder die Berechtigung, ein Video zu machen, aber wieso solltet ihr auf diese Person hören? Wonach entscheidet ihr das eigentlich? Das würde auch mich mal interessieren. Wonach entscheidet ihr, auf den höre ich jetzt? Letzten Endes liegt die Verantwortung immer wieder bei euch. Nur bei euch. Was ihr mit den Informationen, die ihr da bekommt, wirklich macht. Und dann müsst ihr natürlich auch vergleichen. Welcher YouTuber ist denn jetzt besser? Welcher YouTuber hat denn jetzt wirklich was zu sagen? Ist das jetzt, hat er den Körper, weil er so viel Ahnung hat? Hat er den Körper nur wegen Steroiden? Es ist so ein Wulst da draußen. Und letzten Endes führt es immer wieder auf euch zurück. Ihr seid für euch verantwortlich und für die Information. Hier bei YouTube bekommt ihr nur eine Inspiration. Ähnlich wie bei Wikipedia, wie bei Google, wie mit Büchern. Und dann müsst ihr weiter nachforschen. Und wenn das ein Sport ist, in dem ihr es zu etwas bringen wollt, wo ihr wirklich sagt, ja, ich bin bereit, Geld auszugeben. Fitnessstudio, Proteinshakes, was weiß ich, Supplements. Ich bin bereit, Zeit herzugeben. 3-mal die Woche, 4-mal die Woche. Und bereit, Mühe und Schmerz und Schweiß herzugeben. Immer wieder. Dann seid ihr doch sicherlich auch bereit, mal ein bisschen was zu lernen. Ja, und wie lernt ihr? Ihr schaut euch dann jeden Tag die 2 neuesten YouTube-Fitness-Videos an von euren Abo-YouTube-Fitness-Göttern. Doch das gibt ja wiederum letzten Endes nur die Meinung wieder von irgendjemandem, den ihr nicht mal kennt. Egal wie der aussieht, wie toll er redet, was er so alles vorbringt, wie super die Videos sind. Aber meistens haben die ja recht, die da unten ganz große Zahlen haben. Ganz viele Abonnenten, ganz viele Klicks, ganz viele Views. Ja, und dann macht ihr das einfach nach. Dann kommt da so ein junger Schnösel lang, hat ein paar Hubbel unter der Haut und sagt euch, wie man Bankdrücken macht. Hallo Leute, hier kommt das Bankdrücken. Ich erkläre euch jetzt, wie das Bankdrücken funktioniert, was ihr beachten müsst und was das Ganze bringt. Und ihr rennt ins Studio und macht das so? Und wieso solltet ihr jetzt auf mich hören? Wenn irgendjemand zu euch kommt und sagt, hey, übrigens musst du morgen nicht zur Schule kommen, die ist abgebrannt. Sagt ihr dann einfach nur ja und geht nie wieder zur Schule? Oder prüft ihr das nach? Ohne zu behaupten, der lügt, aber zumindest guckt ihr mal nach. Ich weiß nicht, war das jetzt ein schlechtes Beispiel? Kann ich so das Thema nicht einführen? Nein, so schlecht ist das Beispiel nicht, aber kommen wir noch mal darauf, wie wir jetzt überhaupt darauf kommen. Denn es gibt vor allem in der neuesten Fitness-YouTube-Geschichte, beziehungsweise was da so alles passiert, gibt es 2 Entwicklungen, die zum Nachdenken anregen. Selbst wenn es vielleicht positive Entwicklungen sind. Und das kann man hier vielleicht sogar behaupten. Aber sie sollten doch vor allem zu einer Sache beitragen, nämlich zum Nachdenken anregen und zum Reflektieren. Da hätten wir zum Beispiel den Fall des Tim Gabel. Der Name ist schon beim letzten Video gefallen. Und da habe ich auch schon erwähnt, dass es einen Tim Gabel 3.0 gibt. Tim Gabel hat damals mit Videos gestartet, wo er ein junger, aufstrebender Athlet war, der vor allem auffiel, weil er aus der Fitness-YouTuber-Gesellschaft ausbrach, da er einen ganz besonders toll trainierten, massiven und gleichzeitig gut definierten Körper hatte, den die anderen nicht hatten. Er galt als junges Talent, war glaube ich 17 Jahre nur alt und hat dann groß mitgemischt. Die Abozahlen gingen nach oben und er war recht gefragt und gerne gesehen. Dieser junge 17-Jährige mit dem tollen Körper hat dann angefangen, ebenfalls das übliche YouTube-Fitnessprogramm runterzuspulen. Wie mache ich Bankdrücken? Wie sollte man sich richtig ernähren? Seine Referenz war sein Körper. Unterhalb seines Halses haben sich damit all seine Expertisengründe befunden und die Leute da draußen haben ihn haufenweise angeklickt
und auf ihn gehört. Klar, kann ja nicht falsch sein. Guck, der hat ja eine Brust. Der macht ja nun mal Bankdrücken mit 40 Kilo Kurzhanteln und so weiter. Kann ja nicht falsch sein. Was ist jetzt passiert? Es gibt Tim Gabel 3.0. Einige Jahre sind ins Land gegangen, es gab Höhen, Tiefen, es gab viel Persönliches dazwischen. Das blenden wir jetzt mal alles aus. Jetzt gibt es einen Tim Gabel, der mit einer großen Brille, mit weiten Klamotten, in einer leicht 6-7 Kilo leichteren Variante vorzufinden ist und der ganz andere Art von Videos macht. Nicht kurz, knackig und viel im Gym und immer mit nacktem Oberkörper, nein. Sehr theoretisch, sehr auf Gesundheit bedacht. Es gibt wohl kein einziges Video, in dem er nicht irgendwie die Wirbelsäule, die Lendenwirbel und irgendwelche Knochenstellungen erwähnt und das Ganze völlig anders darstellt. Das Ganze mag sein, dass man es positiv erstmal nehmen kann, wie die meisten von euch da draußen sicherlich machen. Oh, der hat sich entwickelt, jetzt hat er richtig Ahnung. Dann kommen Fragen auf, wie studiert Tim? Macht er gerade einen Physiotherapeutenschein? Macht er gerade ein Sportstudium? Liest er viel? Und dann stellt er sogar vor, ja, er liest viel, er hat viele Bücher und macht das jetzt. Und das, was er auch wiedergibt, da merkt man, da sind zumindest einige Fachwörter drin. Und er scheint zu wissen, wovon er redet. Er zeigt das Ganze mit Skeletten auf, mit kleinen Grafiken und so weiter. Klingt nicht so, als würde da jemand völlig ahnungslos etwas erfinden und daherlabern. Doch wie kann das jetzt zum Nachdenken mal anregen? Wenn man damals einfach ein Video von ihm gesehen hat, diesen Körper sah und dachte, oh, der sagt also, so geht Bankdrücken, dann mache ich das doch. Jetzt, die 3.0-Version, macht sich über diese Tim Gabel-Version von einst sogar lustig. Er hat ein Video rausgebracht, in dem er auf sich selbst reagiert und jedes zweite Wort, jeden Tipp auf den Kopf stellt und sagt, wie bescheuert kann man sein, kranke Haltung, so geht man kaputt, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Beispielsweise, die nehmen die jetzt. Viele Leute fragen mich, wie kriegst du die hoch? Ja, ich nehme die einfach. Ich habe da schon einen Fehler gemacht. Ich beuge mich rüber und rotiere meine Wirbelsäule und beuge mich hier nach effektiv 30 Kilo, weil es sind 2,15er Scheiben. Das kannst du in dem Alter machen, aber das ist natürlich dumm. Ne? Das sollte man nicht machen. Also so bitte niemals Hanteln aufheben, wie ich es da gerade gemacht habe. Hochwerfen. Hell no, dude! Macht das niemals in eurem Leben, so wie ich gerade die Hanteln da aufhebe. Hey, Alter, wie zum Teufel habe ich irgendeine Form der Kredibilität erlangt? 43 Sekunden dieses Videos gucke ich mir an und das ist schon, Alter, Cringe Factor 9000, Alter, what the fuck, das ist ja übel peinlich. Was habe ich für Videos? Von wann ist das? Kann man sagen, schön, okay, Tim Gabel hat gelernt, jetzt kann ich ja auf ihn hören, der scheint ja weiser zu sein. Doch ganz ehrlich, woher wisst ihr eigentlich, dass ihr jetzt auf ihn hören könnt? Und damit will ich nicht sagen, wir sollen keinen Raum für Entwicklung geben und wer einmal was falsch gesagt hat, dem glaubt man nicht mehr, natürlich nicht. Jeder Personal Trainer muss sich Jahr für Jahr fortbilden und dann gibt es auch mal manchmal wissenschaftliche Erkenntnisse, die das auf den Kopf stellen, was vor einem Jahr galt. Und der Personal Trainer kann sich natürlich auch nur überall informieren, hat das getan, seine Hausaufgaben gemacht und gibt das aktuelle Wissen rüber. Das ist ja auch noch alles legitim und gut. Aber das, was er damals falsch gemacht hat und jetzt korrigiert, hätte man auch damals wissen können. Hätte. Das sind nicht unbedingt komplett neue Erkenntnisse oder dergleichen. Und jetzt kommt die Frage mehr wie ein Bumerang auf euch zurück. Wieso habt ihr ihm damals geglaubt? Wieso rennt jemand ins Fitnessstudio und setzt das einfach um, was der 17-Jährige, der da einen guten Körper hat, dort von sich gegeben hat? Und wieso sollte man das jetzt machen? Kommt nicht vielleicht in 5 Jahren wieder ein Video von Tim Gabel 4.0, 5.0 oder 6.0, der dann ein Reaktionsvideo macht auf den jetzigen Tim Gabel und sagt, ach, auch wieder alles Quatsch, viel zu theoretisch, ist natürlich Blödsinn, Leute. Wo bleibt da die Glaubwürdigkeit? Aber wie gesagt, es ist gar kein Angriff gegen Tim Gabel. Ich finde diese Entwicklung positiv, wenn ihr mich fragt. Aber ich kann es auch beurteilen, denn ich habe mich 20 Jahre damit beschäftigt, viel Theorie gewälzt und kann das einordnen. Es geht ja heute um euch. Was ist mit euch? Wieso könnt ihr es einschätzen? Wieso glaubt ihr es einschätzen zu können? Auch hier wieder, lasst euch höchstens inspirieren. Ihr seht Videos von 2 verschiedenen YouTubern und vergleicht das, und das sind 2 verschiedene Informationen, forscht selbst nach. Ihr seht auch nur ein Video mit dem Tipp, forscht selbst nach. Es geht nicht ums Überprüfen und zu sagen, ah, check, er hat recht oder er hat nicht recht. Nein, das ist eine Inspiration. Da fallen Begriffe. Begriffe wie Seitheben, mittlerer Delta, Bizeps, volle Amplitude. Alles könnt ihr nachschlagen. Schlagt Amplitude nach, schlagt Muskeln nach, geht mal in die Physiotherapie so ein bisschen rein.
lernt mal, was ein Muskel überhaupt macht und ganz plötzlich vertieft ihr euer Wissen nur wegen eines Videos, weil da so viele Wörter gefallen sind, weil sie euch eine Richtung angegeben haben. Ja, aber da gibt es auch noch andere Beispiele, oder? Jill von Road to Glory macht zurzeit eine Reihe, wo er ganz doppelt und dreifach ehrlich, denn er war ja schon vorher immer sehr ehrlich, mit seinem Stoffkonsum, mit seinem Steroidkonsum umgeht. Und diese Naturalreihe gibt jetzt wieder so einiges zu denken. Denn jetzt hat er ein Video rausgebracht, wo zum Beispiel er mit zwei anderen Trainern, Personal Trainern, Leuten, die in dem Gewerbe tätig sind und ganz erfolgreich sind, was man daran sieht, dass sie ein besonders großes Eingangstor und einen tollen Garten haben, zum Besten geben, was sie von dem Steroidplan, den er in den letzten drei Jahren benutzt, halten. Warte jetzt auf diesen Klartext. Bam. Fakt ist, ich habe meinen Stoffplan eben gerade ausgepackt und alle drei haben die Hände über den Kopf zusammengeschaltet und haben gesagt, das ist knapp vorm Selbstmord. Er hat drei Jahre durchgängig Steroide genommen. Halte ich das für eine Sünde? Nein, ich habe gar kein Problem mit Stoffen. Er sagt sogar, er hätte eine ganze Menge genommen. Wenn die also die Hände über den Kopf zusammenfalten, dann ist das nicht jemand, der einfach nur eine Sache genommen hat oder sowas, sondern schon eine ganze Menge. Und das drei Jahre durchgängig. Und jetzt haben, und jetzt geht es wieder um euch da draußen, ihr habt jetzt Videos geguckt in den letzten 3, 4, 5 Jahren, wo dieser Mensch Tipps gegeben hat. Eine ganze Menge Tipps. Wie soll man trainieren? Wie baut ihr Masse auf? Wie definiert ihr? Und was war seine Referenz? Sein Körper, den er vor allem zur FIBO zum Besten gegeben hat. Nur 3% Körperfett. Er ist der einzige Mensch, der das bisher erreicht hat. Und dieses tolle Kunstwerk hat er dort zum Besten gegeben. Und was denkt man natürlich? Boah, der hat ja noch mehr Ahnung als alle anderen. Da kommt der so gerippt dahin. Guck mal seine Adern. Guck mal, wie der aussieht. Ich meine, letzten Endes, es ist wieder mal, kann ich nur betonen, nicht jetzt ein Hate. Es ist nichts gegen Jill. Aber ihm wurde ja schon oft vorgetragen und oft wurde es über ihn gesagt, dass der keine besonders gute Struktur hat. Hat er auch nicht. Der hat wirklich eine beschissene, bescheidene Genetik für diesen Sport. Umso mehr ist er natürlich echt ein Kämpfer. Kann man sagen, ja. Der Typ, der kann sich einen Arsch aufreißen. Er sagt selbst, er ist einfach ein Arbeiter und er hat es zu einem tollen Körper gebracht mit haufenweise Steroidkonsum. Und jetzt kommt mir da draußen nicht wieder an, ja, das waren ja dann nur die Steroide. Nein, der Typ, der hat sich ja wirklich den Arsch aufgerissen, denn sonst kommt nichts. Aber ich muss sagen, sehr viele Leute kommen komplett ohne Steroide mit einer besseren Form daran. Vielleicht nicht ganz die Masse, vielleicht 5 Kilo weniger, aber so ein toller Unterschied ist da nicht. Und selbst mit der Masse sieht er einfach nicht toll aus. Es funktioniert nicht. Aber hier geht es gar nicht darum, was seine Genetik vorgibt. Hier geht es darum, dass er jetzt sagt, dass er bei diesem haufenweise Steroide, wahrscheinlich ungefähr so viel Steroide wie ein Markus Rühl nimmt, nur dass Markus Rühl ein bisschen anders aussieht, dass er damit und das drei Jahre durchgängig genommen zu haben, doch nur so aussieht. Und er sagt jetzt, tja, da habe ich mich wohl scheiße ernährt. Das, was ich hier gerade sehe, das, was du in den drei Jahren aufgebaut hast, und jetzt sind wir beim Klartext, das hättest du auch mit der Hälfte des Stoffes hinbekommen, Digga. Wenn die Ernährung eben geklappt hätte. Und da sieht man wieder, wie wichtig eben die Ernährung ist. Und jetzt kommt's. Der Junge hat in der Vergangenheit auf seinem YouTube-Kanal immer wieder Ernährungstipps gegeben. Vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Jetzt sagt er, ich habe mich aber da nicht so gut ernährt. Gibt das nicht ein wenig zu denken? Klar, aber nur wieder im Nachhinein. Währenddessen habt ihr das gesehen, seht, oh, der ist fettfrei, der hat tolle Muskeln, der macht 60 Kilo Kurzhantelbankdrücken. Dem glauben wir mal. Ob er Steroide nimmt oder nicht, der muss ja grob wissen, was er da sagt. Und da sind ja auch so ein paar nette Fachwörter drin. Und dann kommt hinterher raus, drei Jahre später, ach du, ich habe mich aber eigentlich nicht so toll ernährt. Hätte besser sein können. Das kommt wieder auf euch zurück. Also letzten Endes kann man Jill jetzt nicht glauben. Nein, ich halte die Reihe sogar für gar nicht mal so schlecht. Aber die Frage ist doch wirklich, wo ist die Referenz, dass ich auch jetzt noch Videos von ihm sehe? Wenn ich die gucken möchte aus Unterhaltungsgründen, weil er einfach so ein toller Typ ist oder weil ich den Verlauf sehen möchte, okay. Aber Fitness-Tipps? Ich sag jetzt auch nicht, da muss ja alles scheiße sein, was der von sich gibt. Der wird ja seine Praxiserfahrung gemacht haben. Aber legt man es mal so ein bisschen auf die Goldwaage, auch er war irgendwann Fitnessjüngling und trotzdem wurde auf ihn gehört. Was ist das? Oder habe ich da jetzt Unrecht, oder wie? Nein, eben nicht, genau das ist es ja, das ist der Punkt. So, was heißt das denn jetzt für euch? Oh, wir können niemandem mehr glauben? Nein, aber wozu ich euch inspirieren möchte, ist, euch inspirieren zu lassen. Seht ein Video, seht drei Videos, seht 5 Videos. Aber holt euch die Informationen daraus. Das ist der Weg, den ich gegangen bin und den eigentlich jeder gegangen ist, der es zu einem gewissen Erfolg gebracht hat.
Nehmen wir mal ganz kurz noch ein anderes Beispiel von einem dritten Persönlichkeit, die hier auf YouTube viel zu finden ist, aber vor allem jenseits von YouTube eine große Bodybuilding-Persönlichkeit war, Markus Rühl. Es wird immer wieder gesagt, wieso sollte man Markus Rühl glauben, wieso sollte man seine Thunfisch-Shake, mach einfach Gewichte drauf, seine sehr brutale Art mit dem Sport umzugehen, seine sehr unwissenschaftliche Art, wieso sollte man dem denn glauben? Denn der hat doch auch massenhaft Steroide genommen, bei ihm sieht man es ja ganz offensichtlich. Tja, Leute, er war sogar, selbst wenn er Steroide genommen hat, zumindest einer der größten unter Leuten, die auch genauso viel Steroide wie er genommen hat. Weil irgendwann gibt es keinen mehr. Nur weil Markus Rühl mehr Masse hatte und noch trockener auf die Bühne ging, hat er nicht noch mehr Steroide genommen als die anderen Olympiakandidaten da oben. Das nicht. Das heißt, er war von der Weltspitze, gehörte er zur Spitze. Und das macht er seit 25 Jahren. Und jetzt kommt etwas. Beobachtet es mal. Glaubt es mir nicht direkt. Beobachtet es mal. Forscht mal nach. Von Schwarzenegger aus der Golden Bodybuilding Era bis jetzt sind ca. 40 bis 50 Jahre vergangen. Und seither gibt es einen groben Korridor, der sich nie groß geändert hat von festen Erkenntnissen darüber, wie man Muskelwachstum erzielt. Seitdem. Und da hat sich nicht viel geändert. Ich sage nicht, dass das statisch ist. Immer wieder haben sich Nuancen geändert. Und ja, ihr seht auch, heutzutage gehen die Leute mit ganz anderem Gewicht auf die Bühne. Ja, aber es hat sich nicht so viel geändert. Komischerweise stimmen all die Leute, von Schwarzenegger bis Phil Hees, stimmen mit vielen Prinzipien überein. Bei YouTube aber nicht so. Wie kommt das? Das kommt daher, dass einfach bei YouTube jeder seinen Scheiß dazu bringt. Und diese Profis, die alle seit 25 Jahren Bodybuilding machen, dann nähern sich die Erfahrungswerte an. Also der einzige Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr das seht, guckt nach, lest mal ein paar Bücher, lest euch mal durch. Wenn ihr ein Video seht von einem sogenannten Gotti, der euch hier was erzählen will, egal ob ich euch erzähle, ich bin seit 20 Jahren Personal Trainer und ich habe das alles, ich unterscheide mich von den anderen YouTubern, auch ich labere hier nur irgendetwas. Und ich will jetzt nicht anfangen, immer Referenzen in die Kamera zu halten, hier, das habe ich gemacht, Trainerschein, sonst was. Nein, darum geht es gar nicht, es geht um euch. Wenn ihr jetzt so ein Video seht, wenn ihr andere Videos von mir seht, dann schlagt nach. Schlagt mal nach, was ihr bei Wikipedia zu findet. Auch nur wieder eine Seite. Googelt nochmal darüber hinaus. Unterhaltet euch mal mit ein paar anderen. Und ihr werdet selbst Referenz finden. Und glaubt mir, ein Jahr das Ganze so machen, autodidaktisch sich in den Sport reinfinden. Und ihr werdet ein Jahr später die YouTuber selbst beurteilen können. Ihr werdet sehen, wer mehr Bullshit labert und wer nicht. Lasst euch da nicht verunsichern. Und ihr werdet auch wissen, wo ihr wertvolle Tipps bekommt. So. Das haben wir jetzt mal rausgehauen hier. Ich hoffe, damit könnt ihr was anfangen. Mal wieder ein bisschen Theorie. Ich hoffe, als nächstes nehme ich euch mal wieder mit ins Studio und dann geht's mal ans Eisen. Aber lasst es euch mal durch den Kopf gehen. Und ich wünschte natürlich, dieses Video würden wieder alle Leute sehen. Es würde 400.000 Klicks bekommen, denn es geht jeden etwas an, der jeden Fitness-YouTuber da draußen kennt oder auch nur einen davon verfolgt. Nun ja, macht's gut, bis bald. Euer Gotti. Bildschirmschau, da hinten noch Strom. Achso ja, und wenn euch unser Team Gotti gefällt und das, was wir so von uns geben, denkt immer dran, ne? Liken und Kommentare und alles, freuen wir uns drüber und haut das Video mal raus, wo ihr nur könnt. Das heißt, auf eure Lieblings-YouTube-Fitness-Kanäle, zeigt das mal den Leuten und vielleicht ist es ja auch ein Beitrag für sie. So, ihr wisst, was zu machen ist.